Ja, Jungs, willkommen zur ersten Folge von PvP Dojo Kit-Vorschläge. In dieser Serie soll es einfach darum gehen, dass ihr mir HG-Kit-Ideen in die Kommentare schreibt, wie ihr das am besten macht, dazu komme ich gleich noch, und ich diese Kit-Ideen dann so gut wie möglich hier auf meinem kleinen Server in Bucket code und dann halt eben in der nächsten Folge zeige und halt drüber rede, wie cool dieses Kit doch in HG wäre. Und mit ein bisschen Glück sieht Gabik das Video und macht die Kits in HG. Keine Ahnung was. Und dann soll hier halt am Ende eine schöne Sammlung von Community-Kits rauskommen. Und dann, keine Ahnung was, dann sehen wir, sobald es soweit ist. Also gut. Die heutigen Kits sind natürlich alle von mir, weil... Wie soll ich in der ersten Folge Zuschauervorschläge haben? Macht Sinn. Also, ich habe mir trotzdem drei Kits ausgedacht. Wie viel in eine normale Folge reinkommen werden, muss ich dann gucken. Aber das erste Kit ist auf jeden Fall Placer. Mit dem Kit Placer bekommt ihr am Anfang der Runde eine Wooden Pickaxe, die dann am ehesten halt auch noch unbreakable ist. Allein das wäre für mich übrigens ein Grund, das Kit zu nehmen, weil ich sowas extrem cool finde. Aber das Kit kann natürlich noch was anderes, und zwar... Spektakulär, ich weiß. Also, mit dem Kit kann man einfach, egal wo man hinklickt, Blöcke placen, als hätte man halt Blöcke in der Hand. Aber man hat keine Blöcke in der Hand. Geniale Erklärung. Also, wofür soll das Kit gut sein? Ich zumindest und viele andere Spieler wahrscheinlich auch haben ab und zu die Situation, dass man einfach random gegladdied wird. Oder dass man irgendwo in ein Loch fällt. Oder was auch immer, und dann braucht man halt einfach Blöcke, aber weil man am Anfang der Runde zu faul war zu farmen, hat man keine Blöcke. Und dafür hilft dann dieses Kit. Man hat einfach immer Blöcke dabei. Wie viele müsste man dann halt gucken? Ich hätte jetzt so gesagt, 5 Blöcke alle 30 Sekunden oder sowas. Und es ist halt einfach praktisch, weil man dann kluge Plays mit Blöcken machen kann, ohne dass man halt vorher nervig die Blöcke farmen muss. Das Kit bringt einem also so gesehen nicht wirklich einen Vorteil, aber es ist halt einfach chillig zu haben, und ich denke, es könnte halt auch einfach ganz cool sein, damit zu spielen, weil es einfach zu chillig ist. Also gut, kommen wir zum zweiten Kit. Das zweite Kit ist das Kit Speedster. Da war ich mir mit dem Namen nicht zu sicher. Eigentlich sollte das Kit irgendwie Flash heißen, wie der Superheld halt. Allerdings gibt es ja schon ein Kit Flash und deshalb hätte das jetzt nicht so gut gepasst. Deshalb habe ich es jetzt einfach Speedster genannt. Über den Namen kann man ruhig nochmal reden, aber ich glaube, ich zeige euch einfach mal, was es kann. Also man bekommt halt hier dieses Blaze Powder. Ich habe jetzt einfach mal Blaze Powder genommen. Ist ja im Prinzip egal, was für ein Item man hat. Und mit dem kann man sich einfach kurz... sozusagen Speed boosten. Man rennt dann so schnell, dass man eine Feuerspur hinter sich hinterlässt. Man bekommt auch kurz Fire Resistance, dass man hier nicht abfackelt. Und das war's im Prinzip schon. Nein, also, es hat zusätzlich den Effekt, dass wenn du knapp an Entities vorbeiläufst, seien es jetzt Tiere, Gegner oder auch Items, sie werden alle in Flammen gesetzt und dann halt eventuell verbrennen. Mit der Ausnahme vom Creeper, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was beim Creeper passiert. Der Creeper entzündet sich halt einfach. Das Kit wirkt auf den ersten Blick schwächer als Blink oder Flash, aber der Vorteil soll halt sein, dass man es öfter benutzen kann. Also der Cooldown soll halt relativ klein sein. Wie groß müsste man dann halt gucken, aber so, keine Ahnung, 20 Sekunden oder sowas, 20, 30 Sekunden. Also auf jeden Fall soll der Cooldown klein sein. Und wie gesagt, durch diese Anzünd-Ability und auch dieses mit den Creepern entzünden, kann man halt auch, denke ich mal, coole Plays machen. Und halt nicht nur wie mit den gewöhnlichen Mobility-Kits einfach nur wegrennen oder Leute chasen oder was auch immer. Sondern man kann halt damit auch, wie gesagt, mit dem Entzünden vielleicht halt auch coole Moves machen. Ich denke auf jeden Fall, das Kit könnte eine ganz nette Abwechslung zu den bisherigen Mobility-Kits sein. Und ja, dass es einfach mal ein bisschen was anderes gibt. So, kommen wir zum letzten Kit. Und zwar ist das das Kit Kulti-Shroomer. Allein schon der Name ist genial. Also, was kann Kulti-Shroomer? Ich denke, an den ersten zwei Silben vom Namen erkennt man schon mal, es hätte etwas mit Cultivator zu tun. Und zwar ist das Kit quasi eine Kombination aus Cultivator und dem alten Kit Super. Cultivator werden die meisten von euch kennen, man placed halt einfach ein Sapling oder man placed irgendwas in ein Ackerfeld und dann wachsen die Sachen halt instant. Das Kit Super werden weniger von euch kennen, weil es halt wie gesagt ein altes Kit ist und auf Simple gab es es nicht und auf Dojo gab es es nicht, deshalb werden es viele von euch nicht kennen. Aber im Prinzip ist es das gleiche wie Cultivator, nur dass man halt einen Pilz placed und der dann halt instant wächst. Ich fand beide Kits immer richtig cool. Aber halt irgendwie nie wirklich stark. Also im Prinzip an Cultivator der einzig gute Effekt ist halt wirklich, dass Bäume instant wachsen. Damit kann man halt ein paar coole Sachen machen. Aber das war's dann halt auch irgendwie schon. Und deshalb denke ich halt, mit einer Kombination von den beiden Kits könnte das Ganze einfach auch zu einem starken Kit werden. Und das ist ja im Endeffekt
das, was ein Kit sein soll. Ach ja, das hier sollten dann so in etwa die Starter-Items sein. 15 Saplings, 16 Karotten, 3 Pilze jeder Art. Man könnte bei den Saplings auch irgendwie machen, dass je nachdem, wo der Spawn ist, dass sich halt die Saplings verändern. Das heißt, in einem Spruce-Biom, dass es dann Spruce-Saplings sind und im Dschungel-Biom ist es dann so ein Jungle-Sapling. Sowas könnte man dann halt machen, ist halt nur so eine kleine Spielerei, aber fände ich ganz cool. Und zu dem Teil, dass man Pilze wachsen lässt, viele Leute würden wahrscheinlich sagen, dass es OP wäre, wenn man einen einzigen Pilz benutzt und dann wird entweder sowas oder sowas hier draus. Und ich kann den Gedanken verstehen, es ist schon ziemlich stark. Aber dann könnte man das Ganze auch ein bisschen nerven, dass solche Pilze hier zum Beispiel sehr, sehr selten sind oder auch gar nicht vorkommen und man halt stattdessen solche Pilze hier bekommt. Die sind so, so niedlich. Ja, ich denke, solche Pilze hier wären dann so der Kompromiss. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Und ich würde sagen, damit wäre das Kit Kultishroomer auch echt mal ein cooles Kit für Tower oder auch für normale Runden. Einfach nur ein bisschen passiver. Und ich würde sagen, das war's mit dem dritten Kit. Also jetzt nochmal dazu, wie ihr Kits einsenden könnt. Im Prinzip ganz einfach, ihr schreibt es mir einfach hier auf YouTube in die Kommentare. Aber schreibt bitte folgende Sachen dazu. Erstens, der Name. Zweitens, das Kit-Item, wenn es denn eins gibt. Dann drittens, eine Beschreibung, möglichst genau, was es machen soll, damit ich es halt auch einigermaßen akkurat nachstellen kann. Und dann am besten auch noch, wenn es nicht komplett offensichtlich ist, ein Benutzungszweck. Also so wie ich das vorhin bei dem Kit Placer gesagt habe, dass es praktisch ist in Gladi-Fights oder wenn man in Löcher fällt. Was zur Hölle? Also schreibt einfach dazu, wann dieses Kit stark sein könnte, beziehungsweise wann es einem wirklich was bringt. Beziehungsweise schreibt halt einfach dazu, wenn ihr vor einer Runde HG seid und ihr dieses Kit in der Auswahl habt, zusammen mit all den anderen Kits, die wir erkennen. Sagt, warum solltet ihr dieses Kit nehmen, statt einem anderen Kit quasi. Also wie vorhin bei dem Kit Speedster. Aus welchem Grund sollte ich Speedster nehmen, wenn ich auch Blink nehmen kann? Weil du coole Plays mit dem Feuer machen kannst. Sowas halt. Jo, das war's dann mit der ersten Folge von PvP Dojo Kit-Vorschläge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne sehr viele Kit-Ideen in die Kommentaren. Und ich würde sagen, ciao. Ja, Jungs, willkommen zur ersten Folge von Kit-PvP. Kit-PvP. Oder? Kit-PvP.